Heute geht es um ein Interview mit dem ecuadorianischen Botschafter, der sich freundlicherweise zur Verfügung gestellt hat, über die Einschätzung des diplomatischen Asyls von Julian Assange zu berichten. Ich möchte im Vorfeld ganz kurz ein paar kurze Informationen zu Julian Assange geben, falls die noch nicht bekannt sind. Er wurde am 3. Juli 1971 in Townsville, Queensland, Australien geboren, ist ein politischer Aktivist, Journalist, ehemaliger Computerhacker, Programmierer und Sprecher von WikiLeaks. Neben dem WikiLeaks-Sprecher Kristin Hafson und anderen eines der wenigen bekannten Gesichter der Whistleblower-Plattform im Internet, die es sich zum Ziel gesetzt hat, geheim gehaltene Dokumente der Öffentlichkeit verfügbar zu machen. WikiLeaks hat mehrfach in der letzten Zeit interne Dokumente von US-Armee und Behörden veröffentlicht, unter anderem zu den Kriegen in Afghanistan und im Irak. Assange droht deswegen ein Strafprozess in den USA. Einige bekannte US-Politiker und Journalisten, Journalistinnen auch, haben seine Hinrichtung oder gezielte Tötung, Englisch Assassination, durch Militär oder Geheimdienste gefordert. Nachdem in Schweden im Herbst 2010 gegen Assange Vergewaltigungsvorwürfe erhoben wurden, schickte sich sein Gastland Großbritannien an ihn dorthin zu überstellen. Assange bezeichnete die schwedischen Vorwürfe als Teil eines Komplotts gegen ihn und befürchtet, dass er in der Folge aus Schweden an die USA ausgeliefert werden könne, wo er keinen fairen Prozess erwartet. Nachdem in Großbritannien alle rechtlichen Mittel gegen eine Auslieferung an Schweden ausgeschöpft waren, floh er im Juni 2012 in die Botschaft Ecuadors in London und bat dort um politisches Asyl, was im August 2012 bewilligt wurde. Diese Ereignisse lösten erhebliche internationale diplomatische Verwicklungen und auch Drohungen seitens der USA und Großbritanniens aus. Und das erstmal nur so zur Einleitung. Am Telefon begrüße ich jetzt ganz herzlich Herrn Jorge Jurado. Er ist Botschafter der Republik Ecuador in Deutschland mit Sitz in Berlin. Guten Morgen, Herr Jurado. Guten Morgen. Als erste Frage hätte ich an Sie gerne eine Auskunft darüber. Was denken Sie, warum hat Julian Assange gerade in der ecuadorianischen Botschaft in London Asyl erbeten und aus welchen Überlegungen heraus wurde es ihm tatsächlich auch von der Republik Ecuadors, von Herrn Correa, gewährt? Also darüber hat man sehr viel spekuliert, leider immer in eine äußerst falsche Richtung. Und man hat da sehr vieles geschrieben über diese Gründe, aber man soll nicht da so sehr viel darüber nachgrübeln. Assange selbst hat ganz klar und genau gestellt, welche die Gründe gewesen sind. Und zwar, er fühlt sich bedroht, er hat Angst, dass, sollte er nach Schweden ausgeliefert werden, dann die Möglichkeit besteht, also von Schweden aus nach den USA wieder ausgeliefert zu werden und in den USA keinen fairer Prozess zu bekommen, weil er inzwischen auch durch mehrere Artikel und Zeitungsveröffentlichungen, WikiLeaks-Veröffentlichungen auch, dass dort ihm also einen sehr schwierigen Prozess erwartet, die unter Umständen sogar vielleicht mit der Todesstrafe enden kann. Und das ist der Hauptgrund gewesen, weswegen Assange sich entschieden hat, um Asyl zu bieten, und zwar in Ecuador. Auf die andere Seite, Ecuador hat diese Gründe ziemlich genau geprüft. Es hat mehr als 8 Wochen da gedauert und unsere Regierung hat sich entschlossen, Assange den diplomatischen Asyl zu gewähren. Das ist für uns eine lange Tradition und er steht also seitdem, also inzwischen glaube ich, sind länger als 100 Tage inzwischen, in unserer Botschaft in London. Und er wird von unserer Regierung, unserem Land geschützt. Welche Konsequenzen haben sich in dieser Situation für Julian Assange ergeben,
für seinen Aufenthalt in der Botschaft? Wie sieht das dort aus? Und welche Konsequenzen oder Folgen hatte das jetzt auch für die diplomatische Vertretung Ecuadors oder die Regierung Ecuadors aufgrund dieser Asylgewährung? Vielleicht fange ich also mit der zweiten Frage an. Die Konsequenzen sind ziemlich drastisch gewesen, schon vom Anfang an, also kurz nach der Entscheidung der ecuadorianischen Regierung, bekamen wir schriftlich einen Aide-Mémoire von der britischen Seite offiziell zu unserem Außenministerium, das persönlich gebracht worden ist von der britischen Gesandte in Quito. Und dort unter anderem standen zwei ganz genaue Punkte, wo uns man bedroht hat, also die diplomatische Immunität unserer Botschaft abzuerkennen, um damit dort einzumarschieren, damit Assange dort festgenommen werden kann. Das ist eine Bedrohung ohnesgleichens in der Geschichte, nicht nur unserer Beziehung, sondern überhaupt in der Geschichte der lateinamerikanischen Beziehung zur Großbritannien. Und wir haben selbstverständlich sofort und massiv dagegen uns gewehrt und protestiert. Und wir bekamen die absolute Solidarität von den verschiedenen lateinamerikanischen Organisationen, also von allen lateinamerikanischen Ländern, das heißt UNASUR, ALBA und die alte und ziemlich marode OAS. Also alle drei haben uns unterstützt und sie haben uns solidarisch erklärt und die haben scharf verurteilt, diese Bedrohung seitens der britischen Regierung. Seitdem, Großbritannien hat das versucht, es zu revidieren. Es waren mehrere Artikeln und Noten, wo es gesagt wurde, dass es war nicht so gemeint, aber die Fakten stehen einfach da. Eine Entschuldigung hat es nicht gegeben? Eine Entschuldigung direkt hat es nicht gegeben. Wir möchten eigentlich diese Situation so positiv wie möglich bewerten und in einem Zeichen des guten Willens haben wir gesagt, also wir könnten weiter also Gespräche führen. Tatsächlich, diese Gespräche sind geführt worden innerhalb der UNO-Generalversammlung im September zwischen den britischen Außenminister und unserem Außenminister Ricardo Patiño. Patiño hat mehrmals schon vorher Bescheid gesagt, dass Ecuador absolut ermöglicht und gutheißen würde, dass die schwedischen Justizbehörden die Staatsanwaltschaft eigentlich nach London fahren könnte und direkt in der Botschaft Herrn Assange vernehmen könnte, was eigentlich ein äußerst juristischer Schritt, der sehr üblich ist. Die schwedische Justiz hat niemals daran geantwortet, hat keinen Grund gegeben. Das wurde nochmals angeboten, direkt in diesen Gesprächen mit dem britischen Außenminister Haig in New York. Und man hat dort also auch keine große Zustimmung bekommen. Sogar unser Außenminister Patiño hat angeboten, dass er selbst Assange direkt unter seinem Schutz nach Schweden bringen kann, damit er dort vernommen werden kann. Aber das wurde auch seitens der britischen Seite in diesem Falle abgelehnt. Die britische Regierung hat gesagt, dass sie, sobald Assange einen Fuß aus der Botschaft setzen würde, in London sie ihn verhaften ja, würde. Ja, so ist es und so ist es auch geblieben. Und das ist der Grund gewesen,
weswegen auch dieser Angebot unsererseits, dass unser Außenminister persönlich also Assange nach Schweden begleiten kann, abgelehnt wurde. Das wäre die Sache in Bezug auf die Reaktion nach dem Asyl. Vielleicht noch eine Ergänzung zur Reaktion, die aus den USA kam, und vielleicht auch noch, wenn es möglich ist, welche Reaktion hat es hier in Deutschland für Sie jetzt gegeben von Seiten der Politik, der Regierung, der Presse, der Öffentlichkeit, der Bevölkerung? Ja, also die Reaktionen vom USA sind gemischt. Ganz offiziell von der Regierung hat man absolut nichts gehört, also sie möchten sich nicht einmischen, das ist die offizielle Verlautbarung. Und aber andersrum, es gibt mehrere Nachrichten, unter anderem in den letzten Wochen, die von dieser Zeitung des Sydney Morning Herald, das ist vom 27. September in Australien, dort veröffentlicht wurde, dass Assange offiziell von mehreren Seiten, besonders von den Militärs als Staatsfeind Nummer 1 genannt wurde, und das hat doch könnte unter Umständen sehr starke Konsequenzen haben, wenn er nach den USA ausgeliefert werden sollte. Andersrum, hier in der Bundesrepublik, das haben Sie mir gefragt, oder? Ja, ja. Ja, also hier in der Bundesrepublik, also wir haben große Solidarität von seitens der verschiedenen Bevölkerungssektoren, sowohl für Herrn Assange als auch für unser Land bekommen innerhalb der letzten 8 Wochen. Und die Leute haben begrüßt, dass dieser Schritt, der unsere Regierung unternommen hat, also um Assange Asyl zu gewähren. Von der offiziellen Seite haben wir absolut keine Nachricht bekommen in dieser Beziehung. Und die Presse? Die Presse reagierte sehr, sehr negativ. In den verschiedenen Zeitungen wurde über eine Zeit lang, mehr als 3 Wochen, von Kommentaren und Artikeln also sehr stark kritisiert, sowohl an Assange als auch an unsere Regierung, mit den verschiedensten Gründen. Man hat uns bezichtigt, dass wir wären ein Land, wo die Menschenrechte nicht geachtet würden, und es wäre eine große Überraschung, in Anführungsstrichen, weswegen gerade Ecuador so einem Land sich anmaßt, das ist von mir, einen Menschen wie Assange Asyl zu gewähren. Ich selbst habe ich also mehr als 20 Briefe an verschiedenen Medien geschrieben, habe ich dort also ganz genau gezeigt, also dass die Menschenrechtsachtung in unser Land eine große Tradition hat. Als bester Beweis stellt sich, dass wir in Ecuador mehr als 56.000 kolumbianische Bürger den territorialen Asyl gewährt haben, weil sie nach Ecuador geflohen sind von der Gewalttätigkeiten in Kolumbien. Ich glaube, das ist ein unwiderlegbares Zeichen über unsere Tätigkeit mit Menschenrechten. Und die Asylanten bei uns, die werden nicht in irgendwelche Lager oder Orten praktisch ohne Möglichkeiten, sich frei zu bewegen, gesteckt, sondern umgekehrt, also bei uns, diese Leute dürfen arbeiten, dürfen leben wie normale Bürger, wie normale Äquatorianer, und stehen unter dem Schutz unseres Staates. Also das ist ein Zeichen, wie man in Ecuador, ein kleines Land, aber ein sehr würdiges Land, also mit Menschenrechten vorgeht und achtet. Ich denke, und vielleicht stimmen Sie mir dazu, dass es hier in der Bundesrepublik und vielleicht auch gerade von Seiten der Presse a. wenig Kenntnisse über Ecuador gibt und vielleicht auch wenig Interesse, sich mit den dortigen Entwicklungen, die gerade in den letzten 10 Jahren, auseinanderzusetzen. Ja, ich stimme Ihnen gerne zu. Das ist wahr.
Wir bemühen uns hier von der Botschaft aus, also in so viele wie möglichen Foren darüber zu reden. Aber meistens diesen, also werden auch nicht von den Medien beachtet. Und man braucht nur, dass man irgendjemand, also eine Kritik macht, meistens unbegründet, meistens nicht belegt mit Fakten, mit Beweisen, aber von der politischen Seite, also mit sehr großem Druck dahinter, damit man eine Kritik geübt wird an einem linken und würdigen Regierung, die wir in unserem Land haben. Und damit hat sich es. Ne? Also das ist mehr, ich glaube, eine politische Position als eher eine wahrheitsgemäße Benachrichtigung der Tatsachen, die in Ecuador zurzeit laufen in den letzten 5 Jahren. Ja, und ich denke, es ist wirklich wäre sehr lehrreich, wenn sich mehr Menschen hier in Deutschland oder in Europa mit der demokratischen Entwicklung in Ecuador auseinandersetzen würden. Ich würde das sehr begrüßen und deswegen, also ich bedanke mich sehr über die Möglichkeiten, über mein Land, über diese Tatsachen also sprechen zu dürfen, auch über ein interessantes Sender wie Radio Flora. Ja, wir sind interessant, aber leider nicht so sehr zur Kenntnis genommen. Aber das macht nichts, wir sind aber präsent. Aber Schritt für Schritt, ja. Also, genau. Erreicht man sehr vieles. Kommen wir vielleicht zu der nächsten Frage, beziehungsweise die ich ja schon dachte. Ich glaube, ich habe Ihnen etwas noch geschuldet. Genau. Und zwar die Situation und die Perspektiven vielleicht auch. Ja, also die Perspektiven kann ich leider also wenig sagen. Also das ist, Mitte September habe ich selbst also große Hoffnungen gehegt, also dass Gespräche geführt werden können, also diese Gespräche weitergeführt werden können. Aber die britische Position ist sehr starr. Und ich glaube, mindestens bis jetzt ist noch nichts weiter vorangegangen. Und das bringt auch das macht uns große Sorgen wegen der Gesundheitszustand von Herrn Assange. Ich persönlich weiß es nicht, aber von der Information sowohl aus unserem Land als auch die allgemeine Information, die wir bekommen haben, der Gesundheitszustand von Herrn Assange soll nicht gerade sehr gut sein. Man kann sich vorstellen, also die Büros unserer Botschaft in London sind nicht besonders groß und er ist angewiesen, obwohl man ihm also alle Möglichkeiten dort eingebaut wurden, damit er also ein etwas bequemeres Dasein haben kann. Man hat dort also eingebaut, es ist ein Büro, es war keine Dusche da, keine normale häusliche Toilette, sondern normalen Bürotoiletten und so weiter. Also das hat man alles eingebaut, damit also er doch sich etwas besser fühlen kann. Aber die Räumlichkeiten, wie gesagt, sind sehr, sehr eng, ne? Und er kann kaum an die frische Luft gehen. Ja, er darf überhaupt nicht, also er darf höchstens also das Fenster aufmachen und sonst nicht mehr. Ne? Ja. Deswegen also habe ich gehört, dass eben der Zustand von Herrn Assange also doch etwas sich verschlechtert hat. Ist ja auch eine große psychische Belastung, unter der er steht. Auf jeden Fall. Es gibt eine ganze Reihe von Unterstützern und Unterstützerinnen aus der britischen Bevölkerung, aus der internationalen Öffentlichkeit und auch ein paar sehr prominente. Und Baltasar Garzón, eigentlich ganz unumstrittener Rechtsanwalt aus Spanien, ist ja ein kostenloser Verteidiger, soweit ich weiß. Ja, so ist es. Und er bemüht sich also in mehreren Ländern also darüber zu reden und zu erfahren. Aber wie gesagt, das alles stößt sich zurzeit mit einer Art Mauer, eine britische aber. Mhm.
Vielleicht abschließende Frage, Herr Jurado. Wie bewerten Sie persönlich, wenn das möglich ist, da eine Äußerung von Ihnen zu bekommen, das Vorgehen von Bradley Mannings, von Julian Assange, von WikiLeaks, zahllose geheime US-Dokumente, vor allem zum US- oder NATO-Krieg im Irak und in Afghanistan, der Öffentlichkeit zugänglich zu machen? Also wie schon gesagt, US-Presse und auch sogar Politiker, und zwar Politikerinnen und Politiker aus dem republikanischen und dem demokratischen Lager, beide, bezeichnen Julian Assange als Hightech-Terroristen, als Cyber-Terroristen und er verdiene halt wirklich den Tod. Wie sehen Sie das? Also, ich finde diese Äußerungen als ein Zeichen, wie die schwerwiegende Fehler, die dem USA begangen hat, doch den Leuten in diesen Lagern also gestoßen hat und wie schmerzlich für den ist, also bloßgestellt zu werden. Diese Reaktionen für mich sind nur ein Zeichen der undemokratische Rechtsverständnisse der manche amerikanischen Politiker, die immer denken sie sich selbst als die Politiker einer imperialistischen Macht. Ich glaube, die Welt ändert sich. Wir sprechen zurzeit überall über eine multipolare Welt. Das ist auch eine Tatsache. Nicht nur wegen der wirtschaftlichen Probleme der USA, sondern weil auch politisch gesehen sehr viele Länder streben nach einer anderen Weltordnung. Und ich glaube, sowas dringt in den rechten Lager der USA überhaupt nicht. Also die gucken sich immer nur für sich selbst und glauben, dass sowas sie für gut heißen, soll auch gut sein für die gesamte Welt. Andersrum, ich würde sagen, dass diese Bezichtigungen an Herrn Assange doch sehr falsch sind. WikiLeaks hat etwas veröffentlicht. In der damaligen Zeit, wo das geschah, erinnern wir uns, dass Herr Assange praktisch als eine Art Held gepriesen wurde von der Pressefreiheit und so weiter und so fort, hier sogar in der Bundesrepublik. Aber jetzt nicht mehr, wo man tatsächlich also gezeigt hat, also wie eine Macht wie die USA ihre Geschäfte überhaupt treibt. Und was man vielleicht, also wenn ich wiederhole, was unser Präsident Rafael Correa gesagt hat, wenn jemanden vielleicht doch bestraft werden kann, sind auch die Zeitungen, die das veröffentlicht haben. Weil WikiLeaks hat das also zur Verfügung gestellt, aber sind mehrere weltgroße und wichtige Zeitungen haben diese Nachrichten weiter an die Bevölkerung geleitet. Zum Beispiel The Guardian in London, Le Monde in Frankreich, El País in Spanien und weitere. Warum sind die nicht bezichtigt als Terroristen oder die anderen Beurteilungen, also die Assange und WikiLeaks gekriegt haben. Also da ist wieder eine Art Doppelmoral zur Geltung gekommen und das ist sehr, sehr schade, dass man mit solchen Methoden versucht man doch unkritisch zu bleiben gegenüber der eigenen Fehler und politische Machenschaften, die, ich glaube, im Endeffekt selbst den USA und seine Bevölkerung sehr zum Schaden kommen.
Ich teile Ihre Meinung und ich denke, dass diejenigen, die sich als Retter und Heilsbringer von Freiheit, Demokratie und Menschenrechten darstellen, sehr große Defizite, was die Informations- und Pressefreiheit in den eigenen Ländern betrifft, haben. Allerdings, also besonders wir in Lateinamerika die USA, aber auch Deutschland. Große, schmerzhafte Geschichte mit den Rettungs-, in Anführungsstrichen, Versuche der USA. Wir in Lateinamerika sagen wir, bitte lasst uns in Ruhe, wir möchten nicht also von euch gerettet werden, weil wenn ihr immer uns also retten wolltet, also ist immer alles so schief gelaufen, und der letzte Beispiel sind die letzten zwei verlorenen Dekaden, die wir durchlitten haben, die 70er und 80er Jahre, wo die blutrünstigsten Diktaturen bei uns toppten, ne? Und die waren alle von den USA gestützt. Ja. Genau. Wenn Sie nichts mehr hinzuzufügen haben, Herr Jurado, würde ich dann dieses Interview beenden. Dankeschön. Ich bedanke mich sehr für diese Möglichkeit. Ich danke Ihnen. Machen Sie es gut. Auf Tschüss. Tschüss. Dankeschön.